typisch Schweizerisch an mir ist, dass ich eigentlich alles geordnet habe. Zuverlässigkeit, ja. Ja, mal je nachdem Pünktlichkeit eben schon. Aber es wäre nicht schlimm, wenn jemand jetzt spät wird kommen, sagen wir es so. Dass ich gerne mal nörgle, dass ich die Faust im Sack mache und nicht gegen aussen vertreten, was ich effektiv möchte und will. Oder? Ich meine, ich mache immer das, wo am wenigsten Widerstand mit sich bringt. Oder? Ich nehme immer den einfachen Weg. Oder? Und das machen viele Schweizer auch. Und was ist noch schweizerisch an mir? Mein Dialekt, mein Gedankengut, mein Stolz ist schweizerisch. Und ja. Typisch schweizerisch an mir ist meine Zuverlässigkeit. Man kann sich immer auf mich verlassen. Und ich bin immer da, was mich jemand braucht. Aber ich bin nicht so pünktlich. Also Pünktlichkeit ist nicht meine Stärke und auch vorausplanen nicht. Ich bin jemand, ich lebe jeden Tag. Recht spontan. Was an mir typisch schweizerisch ist, ich habe gerne Käse. Wandern, Berge. Ja, genau, Berge. Ja, pünktlich bin ich. Was unschweizerisch an mir ist, ich bin nicht gelbbezogen. Trotzdem ich die Faust im Sack mache, sage ich schneller mal etwas als der Durchschnittsschweizer. Was übrigens nicht gut ankommt bei anderen Schweizern, oder? Nicht schweizerisch an mir, habe ich das Gefühl, ich bin recht viel offener als die Schweizer. Ich glaube, eher mehr von das, ja. Untypisch schweizerisch ist ja gerne warm, Sommer, Meer, Strand. Passt nicht so daheim. Was auch untypisch ist, ich bin einer der lauten Zürcher im Tram. Also einer von denen, der normal redet und so. Ich habe letztes Mal einen Zusammenschiss bekommen von einem anderen Schweizer im Tram. Ich soll leiser reden. Dann bin ich ganz normal geredet, weiss ich meine.